Christoph, welchen Einfluss hat denn dieser Aufruf auf den Ausgang der Wahl? Entschuldigung, ich musste hier kurz mit dem Telefon operieren, weil die Verbindung abgebrochen ist, aber ich habe die Frage noch mitbekommen. Also die Protestaktion von Julia Nawalnaja und dem gesamten Nawalny-Team, die hat vor allem symbolischen Charakter. Da geht es darum, möglichst viele Putin-Kritiker oder Systemgegner zu mobilisieren, damit eben gezeigt wird in Russland und auch im Ausland, dass es Systemgegner gibt, dass es Protest gibt, dass nicht alle nur d'accord sind mit dem, was in Russland passiert. So, und mehr ist das nicht. Es ist nicht zu erwarten, dass hier jetzt irgendwelche Proteste aufflammen, dass diese Wahlen kippen könnten oder dass hier irgendwelche großen Auseinandersetzungen kommen mit der Polizei. Sondern es ist eine stille Protestaktion. Die Menschen sind aufgefordert worden um 12 Uhr, jetzt zum Beispiel hier Moskauer Zeit, wir haben jetzt hier gerade 12 Uhr, zu den Wahllokalen zu gehen und eben irgendeinem anderen Kandidaten die Stimme zu geben, nur nicht Wladimir Putin, oder eben den Wahlzettel ungültig zu machen, indem man da Nawalny draufschreibt. Das ist im Prinzip der Auftrag und mehr nicht. Und ich finde es schon erwähnenswert und ich finde es auch eigentlich merkwürdig, warum die Staatsmacht hier auf all das so nervös reagiert. Es wurden ja von der Staatsanwaltschaft dann auch Drohungen ausgesprochen, dass wenn hier protestiert wird, dass es dann zu strafrechtlicher Verfolgung kommen kann. Dmitri Medvedev, der ehemalige Präsident, ist noch deutlicher geworden und hat gesagt, wer Urnen kaputt macht, der muss mit einer Anzeige rechnen wegen Vaterlandsverrats, und sowas gibt dann bis zu 20 Jahre Straflager. Also eine sehr nervöse Reaktion. Und ich wundere mich deswegen, weil eigentlich Wladimir Putin, wenn das hier frei laufen würde und fair laufen würde in allen Bereichen, diese Wahlen trotzdem gewinnen würde. Also ist es schon wirklich erwähnenswert, dass hier keine ernstzunehmenden Kandidaten zugelassen wurden, also Gegner Putins, und dass jetzt auch hier mit so großer Aufregung auf die symbolische Aktion der Nawalny-Leute reagiert wird. Das zeigt, dass die Staatsmacht irgendwo nervös ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, es mag wahrscheinlich daran liegen, ob still oder laut ist, diese Aktion stören die Inszenierung der russischen Präsidentschaftswahl. Danke, Christoph Wanner, für all die Informationen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.